Ohrfrei, liebe Athleten, wir sind bei der Übung heute wieder mal ein bisschen dynamischer dran. Viele kennen es schon, versucht sie bitte aufgrund der Zeit, die wir jetzt haben, und wir haben nur diese eine Übung heute, bis zur Perfektion auszuführen. Wir machen Kniebeuge in Liegestützkrabbeln und dann unten halten. Ja, und das 5 bis 10 Sekunden. Die Maschinen unter uns können das auch bis 60 Sekunden durchziehen. Achte nur darauf, dass ihr einige Durchgänge durchführen müsst. Also quasi 5 bis 10 Wiederholungen davon, dann 1 bis 2 Minuten Pause und das teilweise bis zu 15, 20 Wiederholungen. Also, ihr geht runter in die Kniebeuge, lasst die Fersen unten, geht bis ganz in die Hocke, dann kippt man nach vorne, Kabel vor, lasst den Hintern dabei unten, geht runter in den Liegestütz und den haltet ihr jetzt. Also nicht bis zum Versagen, sondern hebt euch ein paar Sekunden auf bei der Geschichte. Also wie gesagt, 10 bis 60 Sekunden je nach Leistungsniveau. Dann kommt er wieder hoch. Also wenn ihr euch nicht mehr hochdrücken könnt, merkt ihr schon, dass es too much war. Und jetzt krabbelt ihr zurück und der Hintern bleibt unten. Also nicht hoch, der bleibt unten. Ihr krabbelt zurück, bis ihr wieder komplett auf den Fersen seid. Und dann steht er auf. Das ist Wiederholung 1 und dann geht es wieder von vorne los. Also denkt dran, halten, 10 bis 60 Sekunden. Das Ganze dann am Stück 5 bis 10 Mal, je nachdem wie ihr euch fühlt. 1 bis 2 Minuten Pause und davon 5 bis 20 Runden, je nach Leistungsniveau. Viel Spaß, sportfrei, haltet durch.